you swing by. What do you wanna do? You ain't got no work until 5. We ain't even got a dissect, I just want to try. Ein neues Video, ein neuer Van. Und mal wieder ein etwas kleinerer Van. Wir haben ja bis jetzt viele große Modelle vorgestellt und mein Opel war quasi ein etwas kleineres Modell. Jetzt haben wir wieder ein etwas kleineres Modell, aber auch ein älteres Modell. Es ist ein wahres Biest, ein VW T3 Synchro und der gehört keinem geringeren als Rob Hillran, aka Rob J. Wir sind heute bei ihm und er wird uns diesen Van vorstellen. Also dranbleiben. Ich werde euch hier unten noch ein paar Links zeigen, wo er dieses Gerät schon überall hingebracht hat. Und dieses Auto hat auf jeden Fall schon das ein oder andere Abenteuer gesehen. Dementsprechend wird es auch den ein oder anderen Clou enthalten. Dementsprechend, los geht's. Es ist ziemlich windig. Ich habe mir jetzt mal meine Kopfbedeckung aufgesetzt, damit ich ein bisschen besser vor euch aussehe. Wir haben hier einen echten Pro-Rider. Rob Hillran. Servus. Wir kennen uns tatsächlich aus meinen Anfangszeiten, da warst du nämlich ein Star, also ein deutscher Star. Er ist auf jeden Fall Bike-Profi durch und durch und das ist ein echter Mountainbike-Van. Und eigentlich gibt es die Regel, die meine Zuschauer gar nicht so gerne mögen, dass man nur 10 bis 15 Minuten Zeit hat, seinen Van vorzustellen. Das könnte schwierig werden. Genau. Und weil das immer schwierig war, lassen wir diese Regel heute weg und du hast quasi einfach ungefähr 20 Minuten Zeit, deinen Van vorzustellen. Ich habe dir die Problematik erklärt. Dementsprechend wirst du ein bisschen Gas geben. Mach ich. Wir legen los. Du hast einen VW T3 Synchro. It's genau. Your turn. Also, ich habe hier einen VW T3 Synchro. Das ist inzwischen mein dritter T3. Ich hatte mein allererster Van. Das war ein T3, aber halt nur ein Heck angetrieben. Und den habe ich für 890 Euro damals auf eBay ersteigert. Und das war ein Wagen damals vom THW. Und genau, für wenig Geld ausgebaut, ganz spartanisch, hat eigentlich schon fast ähnlich ausgesehen hier drin wie der, aber halt mit einem deutlicheren Sparbudget. Und genau, dann hatte ich irgendwie dann noch einen anderen, weil der erste mir verreckt ist. Dann hatte ich auch zwischendurch mal einen neueren Wagen, einen T4. Da ist mir dann glücklicherweise bei 90.000 Kilometer der Zahnriemen gerissen. Das war ein teurer Spaß, ja. Hin zu neuen Autos und dann habe ich mir gesagt, nee, scheiß drauf, ich habe keinen Bock auf einen Neuwagen, ich will wieder einen alten und dann habe ich mir diesen Wagen gekauft. Das war mal ein Militärwagen von der Bundeswehr, ein Funkwagen und das ist ein T3 Synchro. Synchro steht bei VW für Allrad, also alle Räder sind synchronisiert angetrieben und den habe ich dann damals, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, habe ich für 5.400 Euro gekauft. Das war aber ein Auto, der hatte überhaupt gar keinen Ausschau, es war ein nackter Transporter. Ich habe erstmal alles rausgerissen. Der war auch militärgrün, also der hatte noch nicht diese schöne Farbe. Und da ging dann einiges dann an Zeit und Kohle und Nerven drauf. Wie viele Jahre hast du insgesamt an dem Auto jetzt rumgetüftelt, ausgebaut? Ich habe immer wieder halt was gemacht, aber insgesamt habe ich, das die große Restaurierung hat 3 Jahre gedauert. 3 Jahre. Ja. Eriks Van hat 1,5 Jahre oder 2 Jahre gedauert, das sind 3 Jahre und wir werden einige Clues sehen. Wir fangen an mit der Vorstellung, oder? Gehen wir ins Detail. Genau. Den habe ich so ausgebaut, dass ich hier einen ziemlich flexiblen Stauraum habe. Ich habe keine feste Küche oder keinen festen Stauraum hier drin. Ich habe das alles so hier gemacht, dass ich hier zum Beispiel meinen Kühlschrank, Kühlbox, alles so verschieben kann, wie ich es halt brauche. Den Tisch kann ich wegklappen. Ich kann hier Bikes drin laden. Wenn ich das Zeug irgendwie alles hierher tue, dann kann ich hier sogar bis zu 6, 7 Räder reintun. Ich habe hier ein bisschen Stauraum. Häufigst gestellte Frage, wo tust du das Bike hin, wenn du drin pennst? Ich hab's drin. Also ich kann hier 3 Räder drin haben und immer noch drin pennen. Mein Bett, wenn ich das ausklappe, zeige ich euch. Geht nur, also wenn das dann runtergeklappt ist, geht nur bis hierher, dann habe ich hier richtig viel Platz. Und wenn ich die Sachen hier alle so her schiebe, dann kann ich hier immer noch Räder haben. Also das ist bei dem T3 eben ziemlich cool. Das ist tatsächlich das Auto, das von den Außenmaßen im Verhältnis zum nutzbaren Innenraum eigentlich der größte VW-Bus ist. Also sonst brauchst du, wenn du das die Fläche innen haben möchtest, die nutzbare Wohnfläche, da musst du eigentlich bei einem neueren Van auf einen langen Radstand gehen. Ja, und liegt auch an der Breite, oder? Weil der breiter ist als im normalen. Ja, halt nicht viel, das ist relativ wenig, was der breite ist, aber ich bekomme hier halt eben ohne Vorderrad ganz gut halt die Bikes halt rein. Ja.
Aber genau, ich habe halt hier einfach diesen nutzbaren Raum. Und bei einem, der hat ja den Motor hinten. Das heißt, ich flack halt, ich lieg beim Schlafen halt auf dem Motor. Bedeutet, dass ich halt vorne, der hat ja keine Schnauze. Genau. Ja, das bedeutet, vorne dieser Meter, was normalerweise Motorhaube ist, habe ich nicht. Und den habe ich halt, diesen Meter mehr habe ich halt hier im Innenraum. Sehr geil. Den Boden selber verlegt. Klar, Boden selber verlegt. Das ist echter Walnuss-Parkett. Nice! Ja, man hilft ja nichts. Ja, sonst nicht. Nee, das ist auch original Alcantara hier bezogen. Tatsächlich. Ja. Wir sehen hier vorne so ein paar Kisten und eine Kühlbox. Sind die fest verzurrt, verankert, verbaut? Also die werden verzurrt beim Fahren logischerweise, dass hier auch im Gelände halt nichts herumfliegt. Die kann ich aber, sobald ich halt stehe oder halt auch wie ich halt von der Ladefläche beim Fahren nicht das brauche, kann ich die halt hier mit den Schienen, kann ich die halt so befestigen, wie ich es halt brauche. Genauso den Tisch, den kann ich runterklappen, wegverstauen und so habe ich halt diesen ganzen Stauraum hier flexibel. Genauso wenn ich halt vorne die Sitze, die kann ich drehen, beide. Das bedeutet, wenn ich halt jetzt irgendwo halt länger stehe, dann kann ich die umdrehen, habe hier halt nochmal super viel Platz. Gerade wenn ich mit Family oder mit Kumpels am Reisen bin, zum Kochen oder hier zum Essen, dann hat man hier wirklich sehr viel Raum. Küche ist nicht eingebaut, du hast also kein fließend Wasser. Wie löst du das Problem? Hast du einen Wassertank irgendwo? Genau, ich habe halt dann einen Wasserkanister, den ich halt dabei habe. Ich habe auch mein Bikewash, das ist halt so ein kleiner Kompressor, der aber einen großen Kanister halt dabei hat. Das kann ich dann auch zum Duschen nehmen oder zum Geschirrwaschen. Also ich wollte explizit keine fest eingebaute Küche hier drin haben oder auch keine fest eingebauten Schränke, eben weil ich das Auto halt auch im Alltag zum Bikes transportieren und so weiter halt nutze und nicht immer eine fest verbaute Küche oder Kühlschrank halt mitschleppen will. Okay, Vanlife, du hast aber schon ein paar Wochen drin verbracht, du warst ja schon in Portugal und Co. unterwegs. Wie lange hast du drin gelebt? Welche Probleme sind dir aufgefallen oder was kann man noch perfektionieren? Was hast du noch angepasst? Also grundsätzlich Vanlife habe ich ja zwangsläufig gemacht, eben mit meinem allerersten Van, den ich hatte. Ich hatte danach meine ganze Wohnung aufgelöst und bin in meinen VW-Bus gezogen. Ich habe nur die Sachen irgendwie behalten, wie meine Bikes, Surfbretter, Snowboards und bin dann erstmal für einige Jahre in den Van gezogen. Krass. Und hatte halt dann so hier und da, hatte ich halt irgendwie einen Keller oder einen Hobbyraum, wo ich mein Zeug dann unterbringen konnte. Aber ich habe wirklich einige Jahre erstmal hauptsächlich aus dem Van rausgelebt. Und so konnte ich irgendwie auch meine ersten Jahre als Mountainbike Pro überhaupt finanzieren. Low Budget, keine feste Wohnung und so konnte ich halt irgendwie halt viel reisen und halt mein Ding machen. Von daher ist es ja halt ein Lifestyle, mit dem ich halt schon seit vielen, vielen Jahren halt unterwegs bin und genau bei dem Van, das ist halt auch so ein Stück Freiheit. Wenn das Auto vor der Tür steht, dann weiß ich, ich kann einfach einsteigen und losfahren. Und das ist halt ziemlich cool. Ist ganz geil, weil es ein bisschen zeigt, dass Rob auch einer von der alten Schule ist, der quasi einfach wegen Mountainbiken das Vanlife gemacht hat. So war es bei uns nämlich auch. Wir haben früher einfach auf den Rennen die Vans gebraucht, um drin zu pennen, weil wir keine Kohle hatten, wenn wir auf die Rennen gefahren sind. Und dementsprechend ist, glaube ich, diese ganze Vanlife-Serie auf diesem Kanal einfach nicht nur so eine Hyped-Vanlife-Serie, sondern sie hat halt wirklich was damit zu tun, dass wir das schon lange machen mit einem Mountainbike und einem Auto durch die Welt zu reisen. Das Auto hat ja aber vor allen Dingen eine super krasse Offroad-Tauglichkeit. Du hast einiges am Fahrwerk gemacht, du hast einiges vorne an der Stoßstange gemacht und du hast einen absolut custom-made Dachgepäckträger, der einiges kann. Ja, also genau, die Karre hat Allrad. Da vorne sieht man diese drei Knöpfe oder zweieinhalb Knöpfe. Ein Knopf ist gerade, der ist nicht so richtig fest. Aber diese drei Knöpfe da vorne, die bedeuten Business. Sobald ich die ziehe, also den mittleren, wenn ich den ziehe, dann habe ich permanent Allrad und links und rechts, links den Knopf, der jetzt gerade fehlt, das ist die vordere Sperre und der rechte Knopf ist die hintere Sperre. Das bedeutet, da kann ich mein Differential sperren und wenn ich die brauche, dann bin ich schon ziemlich im Schlamassel. Aber wenn ich die dann mal benutze, dann bringt es mich auch, also zumindest knock on wood, bis jetzt auch aus jedem Schlamassel raus. Und also das ist halt wirklich das, warum diese Vans auch so beliebt sind. Eben diese Oldschool Allrad-Technik, was die Dinger halt haben, ist halt sehr zuverlässig und funktioniert halt wirklich gut, wenn es dann mal wirklich krantig wird im Gelände. Damit aber ich im Gelände auch wirklich weit komme, habe ich das Ganze, ist der Wagen von Haus aus ein bisschen höher. Also wie gesagt, das war mal ein Militärwagen.
der hatte schon so ein bisschen erhöhtes Fahrwerk, aber das Fahrwerk habe ich dann eben vor einigen Jahren dann rausgeschmissen, weil das halt einfach auch alt und überlastet war und habe da jetzt ein super schönes Fahrwerk von GMB, wo ich hier auch, habt ihr sicherlich hier auch schon gelernt, auf dem Kanal Druck- und Zugstufe einstellen kann. Ehrlich? Ja, na klar. Wow. Genau. Blauer Knopf, roter Knopf. Wie krass ist das denn bitte? Und genau, also das ist ein Gewindefahrwerk, bedeutet, jetzt gerade ist er in der niedrigsten Position. Ich kann die ganze Karre hochdrehen. Das ist zwar jetzt nicht auf Knopfdruck, das ist kein Luftfahrwerk, das muss ich von Hand machen, das ist ein bisschen ein Aufwand, aber ich könnte die Karre theoretisch noch höher machen. Machst du dann vor den Roadtrips? Wenn du also weißt, meistens reicht mir die Höhe, ja, ganz ehrlich. Der hat auch sehr viel Ausfederweg, bis jetzt reicht's mir. Okay, Stoßstange? Genau, Stoßstangen habe ich hier welche aus USA, sind von Rocky Mountain Westie. Das ist, ja, wer die alten Busse kennt, der weiß, die alten Originalteile sind, das ist halt irgendwie nur so ein ziemlich windiges Blech. Wenn es da ein bisschen heißer wird, dann werden die schon irgendwie krumm und bucklig. Im Gelände sowieso nicht wirklich nutzbar. Aber ich habe eigentlich die nicht, weil ich Bock auf diese wuchtige Optik habe. Sieht natürlich schon cool aus, aber der Hauptgrund eigentlich für diese massiven Stoßstangen ist mein Heckträger. Hier kommen die Bikes nämlich auch drauf, wenn ich sie nicht im Innenraum haben will. Und dieser Heckträger, das ist eigentlich ein klassischer Paulchen-Heckträger, den ich aber gepimpt habe mit Offroad-Blechen. Das sind Aluminium-Offroad-Bleche, Sandbleche, die man halt nutzt, um irgendwie, wenn man sich irgendwo reingefahren hat im Schlamassel, die schiebt man unter die Räder und dann kommt man wieder raus. Die habe ich da hinten verbaut, da können die Bikes drauf, zwei Räder kann ich hier montieren. Und dadurch, dass man halt im Gelände, dass ich halt wirklich viel im Gelände unterwegs bin und halt dann da vollbeladen sehr viel Bewegung drauf kommt, stützt sich der ganze Gepäckträger, der Heckträger, an den Stoßstangen ab. Und deswegen muss der hier sehr massiv sein. Die Original-Stoßstangen sind halt eben so windig, das würde gar nicht gehen bei dem Gewicht, was da drauf ist. Speziell halt nicht im Gelände. Auf der Straße kein Problem, aber im Gelände hält es das halt eben nicht aus. Und deswegen brauche ich halt hinten sehr massive Stoßstangen, damit das ganze Gewicht da drauf geht. Also könntest wenn ich, du so eine Vierkant... Anhängerkupplung dranhauen? Genau, also da kann ich halt eben so einen Anhängerkupplungsadapter reinstecken und dann kann ich hier einen Hänger ziehen. Sehr geil. Ja. Und eben auf langen Reisen habe ich da hinten sogar noch mein Ersatzrad drauf, plus mein Bike und noch meinen großen Wagenheber. Also da ist dann wirklich dann auch viel, viel Gewicht halt da drauf. Und, aber bis jetzt hat es wirklich auch in schwierigen Gelände hat es gut gehalten. Und deswegen habe ich eben diese massive Stoßstange. Hier habe ich noch allerhand Bergematerial, was zum Laden. Immer eine Schaufel dabei, damit ich auch meine Landungen bauen kann. Und sonst halt ja, Schrauben, Gedöns, Werkzeug, Slackline. Alles, was das Schrauberherz begehrt. Alles, was man braucht, genau. Und der Rest, der nicht ins Auto passt, der kommt auf deinen Dachgepäckträger? Genau, ich habe einen ziemlich coolen Dachgepäckträger. Können wir da raufklettern? Da können wir draufklettern. Dann lass uns doch mal kurz da hochgehen. Also. Es gibt eine Leiter, aber es gibt auch den... Es gibt auch die Oldschool-Variante. Die Tür hält's aus, oder? Die Tür hält's aus. Ja. Ich gebe dir das mal. Das ging schnell. krass, wie steht drauf? Es ist eine massive Platte. Genau, es ist eine massive Platte, die vor allem glatt ist. Also ich habe hier jetzt da oben schon was drauf. Aber eigentlich ist es eine flache Ebene mit ganz vielen Zurpunkten, wo ich halt Gepäck, Taschen oder allerhand Gimmicks, das ich mitnehmen will, halt eben befestigen kann. Und ja, warum ich diese Platte da drauf habe oder diesen Gepäckträger, muss ich ein bisschen sogar noch weiter ausholen zu der Zeit. Sehr gerne. Ja, ein bisschen weiter ausholen, noch bevor ich einen eigenen Führerschein hatte. Da habe ich nämlich zu der Zeit, das war ja das war 98, 99, 2000 die Jahre, da bin ich Dual-Slalom gefahren, auch ein bisschen World Cups und hatte damals jemanden kennengelernt bei den Rennen, das war der Arne Tschuk, der kleinere Bruder von Guido Tschuk. Ja. Und
der Arne, der hatte eine Showrampe. Der hatte einen Kicker, den er auf Dorffesten oder Stadtfesten aufgebaut hat. Und dann hat er die Rampen halt immer weiter auseinandergezogen und halt so ein bisschen Kohle verdient, dass er halt auf den Rennen gebraucht hat für Ersatzteile oder Fahrtkosten und so weiter. Und ich war damals ja, mit ihm halt unterwegs, immer wieder auf den Rennen. Und dann hat er gesagt, hey Rob, du springst ja ganz gut, lass uns doch zusammen diese Shows machen. Und dann haben wir tatsächlich damals einige Shows gemacht und sind von Dorf zu Dorf gezogen mit diesen mobilen Rampen und haben Kohle verdient, die wir halt dann auf den Rennen gebraucht haben, um unser Racing Life zu finanzieren. Und seitdem wollte ich immer eine eigene Rampe haben. So, und dann sind viele, viele Jahre vergangen. Ich bin ja, viele Rennen gefahren, von Duaslalom zu Fourcross, zu Slopestyle, dann also Dirt Jumping und viele Jahre Slopestyle-Wettkämpfe gemacht. Und dann hat man irgendwie halt ja, ein Auge dafür bekommen, fürs Gelände, wo man irgendwie was bauen kann und so weiter. Und als ich dann dieses Auto vor einigen Jahren angefangen hatte zu restaurieren, kam ich dann wieder auf diesen Jugendtraum, eine eigene Rampe zu haben. Und da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die zündende Idee, das baue ich jetzt. Und habe ich tatsächlich mir überlegt, wie ich das an diesem Auto machen kann, dass ich hier eine mobile Rampe dabei habe. Und da kam ich dann eben auf die Idee mit diesem Dachträger und eine Custom-Rampe, die ich... Wie lange dauert das, die aufzubauen? Das geht relativ schnell. Also die Rampe ist tatsächlich, wenn ich die alleine aufbaue, in einer halben Stunde startklar. Das bedeutet, diese Rampe, also diese, die Teile hier oben, das sind Transitions. Das ist die linke Transition und die rechte Transition. Die werden, die nehme ich hier runter, werden zusammengesteckt, werden hier an der Seite eingehakt, eine hier, eine da drüben. Und dann habe ich hier eine so breite Rampe. Und da müssen dann halt noch die Belagsplatten drauf. Und die Belagsplatten sind unterm Auto montiert. Das sind auch diese Aluminiumplatten, diese Sandbleche, wie sie auch da hinten sind. Da habe ich unterm Auto habe ich insgesamt 12 Stück montiert. Und da habe ich mir da unten solche massiven Scharniere hingebaut. So eine Art Schublade ist das dann, oder? Ja, das ist so zum Ausklappen. Und da sind meine ganzen, da hinten und auch auf der anderen Seite sind auch welche. Das sind insgesamt dann 12 Stück, die hier unterm Auto verbaut sind. Da die halt auch ein bisschen Gewicht haben, ist es natürlich gut, die halt weiter unten zu haben, dann wegen dem Schwerpunkt. Und die sind halt so dahin gemacht, dass ich auch nicht an, an Bodenfreiheit verliere. Ich habe schon erwähnt, es gibt ein paar Links dazu, das heißt, es gibt auch Videos, wo man die in Action sieht. Genau. Und schön. Dann habe ich hier ruckzuck halt eine Rampe aufgebaut. Also der Van verwandelt sich, das ist ein echter Transformer eigentlich. Oder ich nenne es, es ist das Schweizer Messer unter den Adventure Vans. Okay, cool. Der Dachgepäckträger hat also eine Rampe. Wenn man jetzt über Vanlife macht und die Karre ist, sage ich mal, wenn es 6 Wochen on the road, dann braucht man ja mehr als eine Rampe, auch in den meisten Fällen relativ viel Gepäck. Hast du Möglichkeiten, hier Kisten drauf zu schrauben? Du hast dir ja bei diesem Dachgepäckträger wahrscheinlich viel bei gedacht, bevor du einfach gesagt hast, ich hau jetzt ein paar Bleche aufs Dach. Genau. Kannst du noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was den Dachgepäckträger angeht? Wo kann man welche Funktionen machen? Genau, also hier, ich habe halt hier diese, eben diese Rampe drauf montiert, die ist eigentlich immer dabei, weil man weiß ja nie, vielleicht finde ich irgendwo eine geile Landung oder ein Wallride, also baue ich schnell die Rampe auf. Aber drumherum kann ich eben Gepäcktaschen, ich habe halt also Softbags, die kann ich hier befestigen, auch Surfbrett kann ich hier da drauf befestigen, das wird einfach hier festgezurrt. Also bei diesen ganzen Befestigungen drehe ich so Ösen rein und dann kann ich hier alles halt festzurren, wie ich es brauche. Und wenn ich jetzt irgendwo länger stehe, habe ich die Rampe oder diese Transitions so entwickelt, dass ich die einfach ausklappen kann. Also jetzt in dem Fall kann ich hier das aufmachen. Und dann kann ich die Teile hier so ausklappen. Hoppala, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir hier meine Scheibe nicht zerstöre. Aber das geht. Gerade so. So. Gut gepackt. Ja. Und das Ganze auch hinten. Und das ist dann deine Markise. Das wird mein Vorzelt, ganz genau. Da habe ich einen Stoff, eine große Plane, die genau diese Form halt hat. Und dann wird die da festgemacht. Und dann habe ich hier ein fettes Vordach. Abgefahren. Es gibt auch Bilder von dir bzw. deinen Van schon auf einigen Festivals mit einem besonderen Zelt. Genau. Das kannst du auch irgendwie da reinbauen, draufbauen, dran bauen? Genau, also wenn ich hier die Transitions halt eben aus dem Weg geräumt habe, ausgeklappt habe, also wenn der Van... Kannst du links und rechts aufteilen? Genau, oder? Kann ich links und rechts. Auf der Seite, auf der linken Seite, kann ich dann meine Hängematte aufhängen. Geil.
Also auf der Seite kannst du chillen, hier hast du einen Schatten oder einen Regenschutz. Und oben drauf habe ich ein aufblasbares Zelt. Dass ich, da habe ich eben auch hier mit diesen Platten oder mit dem Dachträger, mit diesen Möglichkeiten hier was zu befestigen, habe ich mir nur so Platten halt gemacht, die hier so ein bisschen rausgehen, wo dann das Zelt richtig draufsteht und dann fest abgespannt werden kann. Und dann habe ich hier oben zusätzlich nochmal ja, eine Schlafmöglichkeit. Also bedeutet, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin oder mit der Family und wir stehen irgendwo länger auf einem Campingplatz, dann habe ich hier oben einfach nochmal zusätzlich Schlafmöglichkeiten. Unten können 2-3 Leute pennen, oben können 2 Leute pennen und so hat man dann genügend Platz. Es wird deutlich, dass auch kleine Autos eine Menge Möglichkeiten bieten, große Roadtrips zu machen. Und vor allem wird auch deutlich, dass man dann wieder eben einfach aufs Dach oder auf die Heckklappe ausweicht, um Material zu verstauen. Du hast das sehr, sehr fuchsig gemacht mit diesen Armen, die man ausklappen kann, die als Rampe funktionieren. Also überall so kleine Funktionen eingebaut, die eigentlich so eine All-in-One-Variante bieten. Also alles mehrfach genutzt. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Echt? Ja, ohne Scheiß, wir haben 20 Minuten geredet. Deswegen war übrigens der Countdown immer am Start, weil man sich sonst gerne verplappert. Dabei sind wir noch gar nicht irgendwie Interieur bzw. Motor und so weiter. Das sind noch so viele technische Machen Details, wir jetzt, ne? Und ich gucke, wie ich es am Ende zusammenschnipseln kann. ich werde auf jeden Fall so ein paar von den Details von der Rampe und so, kriege ich bestimmt ein paar Bilder von dir, ja, die genau, ich so einbauen kann. Ja, die habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen. Und jetzt gehen wir dann ins Interieur und die anderen Details. Ja. Let's do it. Sound, das ist Sound. Das Wichtigste. Ja, na klar, ich meine, das ist ein Auto, mit dem fährt man nicht schnell. Das ist ein Synchro. Das ist kein Auto, mit dem man irgendwie mit 150 Sachen über die Autobahn ballert, sondern das ist ein Auto, mit dem man gemütlich unterwegs ist. Und wenn man gemütlich unterwegs ist, muss man gut Sound hören. Also hier hinten einige Lautsprecher. Hier drunter ist der Subwoofer. Hier vorne ist, ist die Endstufe. Und dann halt hier vorne halt einfach auch nochmal Lautsprecher mit eigenen Doorboards. Dann, ja, wenn wir hier vorne schon sind. Da drunter. Ist nichts Besonderes, die sieht man auch nicht, das sind nur die Kabel. Oh, ist einfach unter dem Sitz versteuert. Ja, Sound muss pumpen. Und ansonsten, genau, technisch, der Wagen war ursprünglich original bestückt mit einem 1,6 Liter Turbodiesel. Der war von Anfang an eigentlich für so ein Auto untermotorisiert oder zu schwach, dieser Motor. Und ich habe das Auto nachgerüstet mit einem 1,9 Liter TDI aus einem ehemaligen Audi A4. Und das wurde halt alles speziell halt angepasst auf den Platz, der da hinten im Motorraum halt ist. Das habe ich auch machen lassen, also das habe ich nicht selber gemacht. Da habe ich einen Spezialisten, der hat viel Kohle gekostet, aber es ist ein Motor, der wurde komplett neu gemacht und ja, hat viel Kohle gekostet, aber es lohnt sich, weil jetzt habe ich 120 PS, da komme ich jetzt schon wirklich überall hin. Wenn du jetzt einen anderen Motor drin hast und du reist jetzt mit dem Auto um die Welt, ich sag mal ein T3, der ist ja weltweit bekannt, kennt jeder, dann ist mit Ersatzteilen easy. Wenn du jetzt in Marokko bist und dir verreckt die Karre, es gab mal so eine Situation, du hast dann irgendwie Getriebe ausgetauscht oder genau, so. Ja. Wie hast du das gehandelt? Also das ist halt eben das Coole an so einem Auto, warum ich halt auch eher diese alten Autos bevorzuge, doch auf meinen Reisen, wenn es halt mal tatsächlich auch mal weiter weg geht, wie zum Beispiel nach Marokko, da haben die Dinger halt eben so noch so eine einfache Technik und auch eine Technik, die auch noch leicht zu reparieren ist. Also in dem Auto steckt fast gar keine Elektronik, bedeutet diese ganzen Bauteile, also mir ging da dieses Ausrückventil von der Kupplung kaputt. Und da habe ich dann so, haben mir irgendwie Jungs halt geholfen, haben Mechaniker geholt, die aus dem Nachbardorf kamen. Dann kamen 3 Dudes an, konnten kein Englisch, nichts. Wir haben uns irgendwie verständigt, hier Getriebe kaputt, schaltet nicht mehr. Dann sind wir mit meinem und deren Werkzeug irgendwie unter mein Auto geklettert, haben das Getriebe ausgebaut. Da haben die gleich gesehen, aha, das und das kaputt. Und da haben die gemeint gehabt, so, ja, morgen 11 Uhr wieder da. Haben die einfach mal Getriebe mitgenommen und dann nächsten Tag, 11 Uhr habe ich gewartet, keiner da, 12 Uhr keiner da, 1 Uhr keiner da. Da dachte ich, Mist, stehe ich hier in Marokko irgendwo am Surfbeach und habe hier kein Getriebe, komme hier nicht mehr weg. Family am Campingplatz, völlig aufgeschmissen. Und dann kamen die Dudes dann aber dann doch halt irgendwie ein paar Stunden später und haben aus einem alten Golf dieses Ausrücklager so lange bearbeitet, bis es da an das Getriebe gepasst hat. Und tatsächlich fahre ich immer noch, das ist jetzt 3 Jahre her, fahre ich immer noch mit diesem gleichen Teil irgendwie in der Gegend rum. Wahnsinn. Das Video zu Marokko gibt es auch im Link unten. Genau. Ja, perfekt.
Was haben wir noch? Sitze. Habe ich nachgerüstet, eben lange Reisen, damit man halt gut und gemütlich sitzt, habe ich Pilotensitze von Recaro eingebaut und genau mit den fetten Reifen habe ich jetzt auch hier Servus-Lenkung. Servus! Servus-Lenkung, damit das auch funktioniert. Ich habe absichtlich auch das alte coole Lenkrad drin gelassen. Das da oben habe ich auch selber gebastelt, hier habe ich eine spezielle Halterung für meine Brillen gemacht. Das sind Lichter aus einem Porsche, aus einem alten. Also ja, ist halt viel Liebhaberei und ja, diese Zusatzinstrumente, um halt den Motor, Temperatur und so weiter, Ladedruck im Blick zu behalten, ist tatsächlich wichtig, dass der halt nicht überhitzt, beziehungsweise ja, dass man kann sich irgendwie mit dem Setup auch schnell irgendwie den Motor verheizen. Und deswegen sollte man da immer ein bisschen mit Gefühl fahren und die Instrumente im Blick behalten. Nice! Jetzt müssen wir einen Cut machen, sonst habe ich keine Zuschauer mehr. Das machst du schon. Rob ist übrigens auch Ansprechpartner Deutschland, Österreich, Schweiz für Evil. Falls ihr also einen Evil haben wollt oder irgendwie was mit Evil zu tun haben wollt, der Rob macht da ganz, ganz viel für. Genau. Hat hier in München auch den Showroom. Wenn wir jetzt ganz, ganz viele Fragen haben werden in diesem Video, würdest du die wahrscheinlich eine Woche nach Veröffentlichung einmal drüber gucken und vielleicht sehr beantworten. Gerne. Sehr gerne. Das machen wir immer so. Die Links zu den ganzen Videos von Rob mit diesem Auto findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir haben auch eine eigene Website, thesynchronicus.com, genau, wo die ganzen Videos auch drauf sind, wo ich auch nochmal ein Tech-Video habe, wo ich auch nochmal ganz viel Tech. Okay, cool, ja, da gibt es nochmal Details. Genau, oder halt ja, ganz viele aktuelle Bilder auch auf meinem Insta-Account und so weiter. Also es gibt ganz viel Content zu der Kiste hier. Danke fürs Zuschauen. Ihr kennt die Prozedere. Like da lassen, Kanal abonnieren, kommentieren. Tschüss. Danke. See you on the road.